Hey, yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder hier auf meinem Kanal. Ja, heute wieder mit einem kleinen, aber feinen Video. Und ja, bevor ich wieder mit dem Thema starte, muss ich mich einfach wieder für den Support auf die letzten Videos bedanken. War echt viel zu geisteskrank. Und ja, einfach danke dafür. Im Titel wird wahrscheinlich sowas stehen wie Modern Warfare wird ... oder so irgendwas, auf jeden Fall in die Richtung. Denn ja, ich denke mal, die meisten Leute, die das Video hier sehen haben, denke ich mal auch schon, ja, den 2 gegen 2 Modus aus dem Livestream so ein bisschen mitverfolgen können, beziehungsweise zumindest Ausschnitte davon gesehen. Und ja, der Trailer war auf jeden Fall nice. Viele machen zurzeit auch Videos, Modern Warfare wird gut, Modern Warfare wird schlecht. Aber im Endeffekt kann man das im Moment noch gar nicht sagen, denn keiner von uns hat das Game wirklich gezockt. Und erstens war es nur der 2 gegen 2 Modus, der kann eventuell komplett anders sein als der Multiplayer, was ich nicht unbedingt glaube. Aber ja, man sollte sich nicht jetzt schon festlegen, wie das Game wird. Ich meine, das war in den letzten Jahren immer so, dass man sich festgelegt hat, das Game wird scheiße, das wird gut, und im Endeffekt war es dann irgendwie komplett das Gegenteil. Wir können uns wirklich alle erst sicher sein, ob das Game gut oder schlecht wird, ja, wenn wir das wirklich zocken, also wenn die Beta-Phase ist, auf der Gamescom, oder ja, wenn das Game letztendlich draußen ist, denn vorher können wir nicht sagen, ob das Game gut ist, weil Trailer konnte Call of Duty schon immer 1A mäßig. Von der Grafik ist das so ein klassisches Call of Duty Modern Warfare und finde ich auf jeden Fall nice, denn ja, es ist das Modern Warfare, was nach MW3 kommt, und MW3, MW2, es waren einfach alle Modern Warfare Teile waren einfach bisher krass, und wenn das neue Modern Warfare nicht gut wird, wäre das schon echt ein harter Schlag so. Aber ja, wie gesagt, das Ganze hat so ein bisschen ausgesehen wie Rainbow Six und Battlefield, so eine Kombi, also vom Movement her auf jeden Fall. Das Gameplay wirkte nicht so schnell wie in Black Ops 4, also das vom Movement sehr sehr langsam, also es könnte echt eine Umgewöhnung werden. Und das, was auch noch ein großer Punkt ist, man kann sich keine Spritze in den Arm ballern, wenn man angeschossen wird. Also die ganzen Junkies unter uns haben in Modern Warfare ja nicht mehr so viel zu melden. Schreibt mir gerne mal eure Meinung bzw. Wünsche für Modern Warfare in die Kommentare, wie ihr wollt, dass das Game wird, bzw. was ihr denkt, ob das Ganze ein Erfolg wird oder nicht. Also ich will mich auf jeden Fall absolut noch nicht festlegen, da wir erstens nur den 2 gegen 2 Modus gesehen haben. Und ja, wir wissen, Call of Duty ist 1A im Sachen präsentieren. Und deswegen muss man sich da ein bisschen zurückhalten und aufpassen, was man da so glaubt oder was man sagt. Was ich so von den Waffen gesehen habe, war auf jeden Fall relativ nice. Ich glaube, man hat die Farmers gesehen, RPG, okay, das RPG ist jetzt kein bestes Beispiel, aber so die klassischen Modern Warfare-Waffen, so diese Neuzeitwaffen, wo jetzt so aktuell sind und nicht irgendwie, ja, 35 Jahre in der Zukunft oder 60 Jahre in der Vergangenheit liegen, sondern einfach ein aktuelles Call of Duty. Und das könnte der ganzen Call of Duty Community in Deutschland vor allem relativ gut tun, denn die Community in Deutschland von Call of Duty ist in den letzten Jahren sehr, sehr abgeschwacht. Und ja, wenn das Game gut wird, könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze wieder ein bisschen Hype bekommt und die Leute ein bisschen Bock auf das Game haben, beziehungsweise das ganze YouTube, ja, diese YouTube-Community von Call of Duty einfach ein bisschen größer wird noch so. Ja, ich glaube nicht, dass es so wie in Black Ops 2 Zeiten wird, weil jeder, der damals dabei war, der weiß, dass diese Zeiten einfach anders krass waren. Das war so ein kleines Meinungsvideo zu Modern Warfare. Also ich persönlich wünsche mir einfach, dass es gut wird, aber festlegen anhand des Trailers und diesen 2 gegen 2 Live-Ausschnitt kann man sich jetzt eigentlich wirklich nicht, ob das Game gut wird oder schlecht. Es wird auf jeden Fall was Neues, also sowas gab es in Call of Duty noch nicht so wirklich, also wenn, zumindest wenn der 2 gegen 2 Modus ähnlich ist wie der Multiplayer. Also es gibt viele Sachen, die man negativ nennen kann, die man positiv nennen kann, aber Leute, es kommt auf den Spaß an, und das sehen wir erst, wenn wir es wirklich zocken können. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen, haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal, peace.